Ja, liebe Leute, heute kamen zwei Pakete an. Ich hatte zwei Bestellungen gemacht in China bei AliExpress. Eine ganz, ich sag mal, anderthalb, zwei Wochen vorher und die zweite eben, wie gesagt, dann später. Und die kamen heute beide an. Das, was ich früher bestellt hatte, kam auch früher, aber eben nur ein paar Stunden. Das war eine solche Handyhalterung für ein Auto. Ich habe einen Renault Twingo und da finde ich keine vernünftige Handyhalterung, die man irgendwo vernünftig anbringen kann. Ich will halt keine Löcher reinbohren. Der Renault Twingo ist halt der neuere mit dem Heckmotor und der hat vorne ja so eine runde Scheibe. Da hält nicht so richtig dran. Und das Ding hier, das wird hiermit dann an den Rückspiegel halt angebracht. Und dann kann man hier das hier noch entsprechend sich einstellen, wie man das braucht. Noch das hier und da kommt halt dann das Handy rein. Ich will das ausprobieren, wie es funktioniert. Das lässt sich hier auch noch drehen. Also ich lasse mich mal überraschen, wie gut es ist und wie lange es hält. Hat gekostet keine 6 Euro mit Fracht nach Deutschland. War auch jetzt halt einen Monat ungefähr unterwegs, denke ich mal. Monat an, vielleicht sogar anderthalb. So, dann habe ich noch ein Oszilloskop bestellt. Das ist ein Oszilloskop für den PC. Das heißt, dass das wird an einen PC angeschlossen. Ich habe vorher geguckt, da gibt es eine Linux-Software für, also habe ich das Ding bestellt. Das hat gekostet 69 Euro ungefähr mit Fracht. Es kommt in so einer Kiste. Da ist halt dieses Teil hier drin, das ist der Oszilloskop-Adapter für den PC. Und dann sind da noch diverse Kabel mit dabei. Und zwar einmal ein USB-Kabel, um das Ganze an den PC anzuschließen. Das wird hier auf der Seite eingesteckt. Hier ist noch sowas USB-XI. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so eine Abdeckung. Muss ich in die Anleitung schauen. Aber hiermit habe ich es schon ausgetestet. Und hier sind dann die beiden Eingänge für die Kanäle, gelb und blau. Und dann kann man sich hier diese Kabel mit dabei, die dann hier hinten angeschlossen werden. Ich habe die schon entsprechend markiert. Gelb ist Kanal 1. So, dann kommt das da dran. Und blau, das ist dann der Kanal 2. Der kommt dann hier dran. Und zusammen mit der Open Handtech Software läuft das wirklich recht zufriedenstellend. Dann sind hier noch Kleinteile dabei. Einmal jeweils für jedes dieser Probes hier ein Schraubenzieher, um das einzujustieren. Dann hier verschiedene Farben. Das hier, das wird auch noch irgendeine Spezialität sein. Müsste ich nachschauen, wofür das ist. Ob das hierfür ist. Ja, das kann schon sein. Müsste ich wirklich nachschauen. So, dann sind da noch Anleitungen bei für diese Messstreppe. Eine Anleitung für das Oszilloskop selbst. Die sucht man erstmal umsonst. Die ist auf einer CD. Und die CD, da ist wirklich, macht einen sehr guten Eindruck, die Anleitung. Die Software Open Handtech, ich hatte die schon installiert und schon getestet. Da sind so Testfunktionen drin. Die macht wirklich einen guten Eindruck. Das schauen wir uns jetzt einmal an. So, ja, hallo liebe Leute, nach dem Unboxing, Anführungszeichen, so ganz war es ja kein Unboxing, hier jetzt das Teil, das Oszilloskop in Aktion. So, da habe ich hier unter Linux eine Software installiert, die nennt sich Open Handtech. Ihr könnt natürlich auch unter Windows einfach die CD nehmen, da ist die Software entsprechend drauf. Ich habe das hier unter Arch Linux installiert. Das geht in Arch Linux extrem einfach, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. So, das ist eben ein Zweistrahl-Oszilloskop. Wir haben hier zwei Kanäle, einmal Kanal 1, einmal den Kanal 2. Und wie man sieht hier, der gelbe, im Moment ist da nicht sichtbar. Gelb, das habe ich hier auch an dem Teil entsprechend schon gelb markiert, dass ich sehe, welcher Kanal denn der richtige ist.
Und dann kann man jetzt hier so mit dem Finger dran packen. Und dann sieht man hier die Welle. Das ist das 50-Hertz-Signal, was überall durch das Netz ich sag mal, vagabundiert. Und dann kann man jetzt hier noch die Zeitbasis entsprechend ändern. So, dann gehen wir hier auf langsam und dann sieht man hier, das ist eine Sinuswelle, aber natürlich eine ziemlich unschöne. Und das hier, das ist das Signal oder der Pegel, mit dem das getriggert wird. Das sieht man hier und dann kann man hier noch einstellen, von welchem Kanal getriggert wird. In dem Fall Kanal 1, das ist ja richtig. Und dann die Flanke abfallend oder aufsteigend. Und dann nehmen wir die aufsteigende Flanke und das ist dann so. So, dasselbe können wir jetzt mit dem anderen Kanal machen. Der ist blau, das ist auch hier mit dem blauen Teil gekennzeichnet. Und da geht jetzt genau das Ganze. Die Zeitbasis ist natürlich dieselbe und der wird jetzt aber nicht getriggert, weil da müsste ich hier umstellen, Trigger auf Kanal 2. Und da haben wir auch aufsteigend, da sieht man, das geht genauso. Und hier kann man das Signal auch genau festlegen, wo er triggern soll. Und hier unten sieht man auch, das sind 50 Hertz, das misst er auch noch direkt. Also man hat auch im Prinzip direkt einen Frequenzzähler mit da an Bord. So, jetzt sind 50 Hertz nicht gerade das, was man so gerne messen möchte. Muss ja ein bisschen fixer gehen und dann schließe ich jetzt das Teil hier an den internen Taktgenerator an. Der ist jetzt im Moment hier auf 1 Kilohertz eingestellt, das sehen wir hier. Dann stellen wir hier wieder den Kanal 1 ein für das Triggern und das Signal, zu dem er triggert, das muss auch hier rein gefördert werden. Und dann kann man jetzt hier die Basis ein wenig anpassen. Und zwar, ich glaube, aber in die andere Richtung. Genau, und da sehen wir jetzt hier unten, das sind 1000 Hertz. Und so wird das Ganze halt angezeigt. Dann hat man die Möglichkeit, einfach die Taste P zu drücken. Oder man geht hier auf Oszilloskop oder Ansicht, genau, Phosphor heißt das. Dann wird die Anzeige ein wenig wackelt nicht ganz so, so wie sie auch bei einem echten Oszilloskop durch die phosphorisierende Beschichtung eben dort sich darstellen würde. Nur das normale Oszilloskop würde alles in grün darstellen. Hier haben wir eben die farbliche Unterscheidung. Das ist schon ein Vorteil von so einem Oszilloskop hier. So, dann kann man hier die Frequenz des Kalibrierungssignals, die kann man auch anheben oder senken. Wir können auch hier sagen, wir möchten 50 Hertz darstellen und dann sind das die 50 Hertz. Und dann kann man hier in der Zeit das halt, und dann sieht man hier, das ist ein 50 Hertz Rechteckimpuls. Und dann können wir jetzt den 50 Hertz Sinusimpuls dazu holen über den Kanal 2. Und man kann jetzt die Kanäle hier auch übereinander fahren und kann das vergleichen. Also er triggert jetzt mit Kanal 1 und man sieht, die 50 Hertz, die er hier macht, die sind schon ziemlich gleichmäßig. Das kann sein, das sieht man sogar, das verschiebt sich jetzt so langsam, dieses Sinussignal zu dem Rechtecksignal. Das liegt daran, dass diese 50 Hertz hier, die das Gerät erzeugt, nicht mit dem 50 Hertz des Netz in irgendeiner Art und Weise synchronisiert sind. Die sind halt unwesentlich, wenn er nach links wandert. Ich vermute mal, dass es schneller ist, das Signal, was er hat, und dass deshalb dieses Signal hier nach links wandert. Müsste ich aber wirklich genau recherchieren. So ganz weiß ich da auch nicht alles. Aber man sieht hier, das Sinussignal, das wandert so langsam nach links raus. Wenn man jetzt den Trigger umstellt auf Kanal 2 und dann das hier entsprechend einrichtet, dann müsste jetzt das Rechteck sich nach rechts bewegen. Ja, das kommt auch ganz langsam, aber
das funktioniert. Also gut, jetzt ist man natürlich nicht auf Messung von so kleinen Frequenzen hier unbedingt aus. Das heißt, ich verschiebe jetzt erstmal das Blaue hier wieder nach unten. So, das soll dahin oder hier ruhig hierhin. So, dann legen wir jetzt los. Ich stelle das hier mal wieder auf Kanal 1 um. So, dann ist der getriggert. Ich glaube, ich habe Phosphor an. Mal gerade schauen, an sich Phosphor. Bin ich jetzt gar nicht so ganz sicher. Man kann es auch anhalten, kann sich das angucken, kann es dann wieder starten. Das geht auch hier mit diesen Kommandos hier. Und so, dann gehen wir jetzt hier und stellen halt das Kalibriersignal jetzt mal auf einfach mal 16 kHz ein. Dann sieht man hier so ein winziges Signal und da kann man jetzt erstmal die Zeitbasis hier wieder entsprechend einstellen. Und zwar, die muss kürzer werden. So, da haben wir das Rechtecksignal von 16 kHz. Jetzt bringt das Sinussignal, was man da mit der Hand drauf gibt, ziemlich wenig. Da sieht man hier, das wird nie richtig getriggert und ist natürlich viel zu langsam zu diesem 16 kHz Signal. Also das kann man sich jetzt auch noch hier entsprechend hinrücken. Kann hier einstellen für den Kanal 1, das möchte ich höher angezeigt haben. So zum Beispiel. Ich kann auch einen Kanal ausblenden und kann dann halt nur mit einem Kanal messen. Und dann können wir jetzt die Zeitbasis hier noch ein bisschen ändern. So, hier in die andere Richtung. Da muss ich noch mit klarkommen, was welche Richtung ist. So zum Beispiel, hier unten sieht man 15,99 kHz, also die 16 kHz. Und dann können wir jetzt hier das auf 100 kHz einstellen. Und das wird dann auch hier entsprechend angezeigt. Und dann können wir jetzt den zweiten Kanal wieder einblenden und den hier ein bisschen nach oben packen, dahin. Und Kanal 2, den schließe ich jetzt auch noch an das Signal hier an. So, der hat aber als Einstellung 2 Volt, also der ist nicht ganz so, ich muss mal gucken, was die Messproben, die haben noch so mal 10 mal 1er Einstellungen. Das heißt, das ist jetzt mal 1 und das ist Faktor 10. Dann wird also 10-fach abgemildert, das Signal, wenn man halt Spannungen misst, die höher sind als die normale Spannung eben von 2 Volt. So, ich denke, da kommt man ganz gut mit klar. So, gucken wir mal gerade, wir triggern Kanal 1 und da sieht man schon, es wird hier bei 16 kHz ein bisschen unruhiger. So, die Sample-Rate bei 15 Mega-Samples, die kann man auch noch runterregeln. Da sieht man hier, das macht halt keinen Sinn, die auf ein Mega-Sample zu setzen bei so einer hohen Frequenz. Und je niedriger ich halt diese Zeitbasis stelle, desto höher kann ich auch die Sample-Rate stellen. Und wenn ich halt hier im absoluten höchsten Bereich bin, Mikrosekunde, dann erreiche ich auch hiermit dann die maximalen Sample-Raten. Hier sind wir bei 20 Nanosekunden und dann können wir hier die Sample-Rate auf 15. Mal gerade schauen hier. Also 15 Megasamples, der müsste eigentlich noch mehr hinkriegen. Muss ich mir noch mal genau anschauen. Ich meine, das soll ja 20 Megahertz
messen können, das Gerät, und dann müsste auch die Samplerate so einstellbar sein, wie es auf der Packung steht, bis zu ich glaube 40 Megahertz Samplerate. Okay, aber wie gesagt, fahren wir hier mal wieder zurück. Da haben wir das Rechteck, das ist jetzt hier schon schön krumm. Das kann man jetzt versuchen, an den Tastköpfen entsprechend einzustellen, ob das an denen liegt, aber es wird auch einfach an der Elektronik liegen. Gut, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!